zurück zu Horizon Forbidden West. Wir waren Hades hier in diese Kammer gefolgt und müssen jetzt mal quasi schauen, ob wir hier hinter tatsächlich in dieser Anlage doch noch ein Backup von Gaia finden. Genau, Generkennung, das trifft nur auf uns zu, weil wir ja Klon von Person sind. Und ja, mal schauen, was wir da drin finden. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Professor. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Ja, um ihn zu bauen, also brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Dass aber auch immer alles kaputt geht. Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Dass immer alles kaputt geht von diesen Teilen, wenn ich die nicht schon vorher abmache. Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Teile suchen, aber dann haben wir endlich dieses Werkzeug, was wir auch für diese geheimen Dinger brauchten. Um diese roten Kristalle eben immer loszuwerden. Sprungschläger. Waffenspule. Ja, diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Wie praktisch, dass die hier direkt. Dass die direkt hier um die Ecke sind, ist natürlich super praktisch. Okay, wo ist die Energiezelle? Abnehmbar, Säurekanister. Ladungsklaue. Ich markiere sie im Fokusdisplay. Das hilft. Ich muss sie entfernen, bevor die Maschine zu Boden geht. Ach so, was hatten wir da jetzt schwach gegen? Was war das? Was ist das denn? Wasser und irgendwas? So was haben wir gar nicht, ne? Ja, nehmen wir einfach den, würde ich sagen. Fuck. Scheiße. Ja, da ist halt jetzt gerade genau der Baum im Weg, oder? Keine Munition mehr. Ich muss es holen. Okay, das Teil ist kaputt. Also nicht kaputt, sondern ab, so wie es sollte. Ey, der war doch voll getroffen. Oh, hör mal auf, so schnell zu springen. Meine Güte. Okay, gesehen hat uns das Viech, glaube ich, trotzdem. Aber solange die anderen uns jetzt nicht sehen, ist, glaube ich, noch alles okay. Alles mitnehmen und da hinten muss das irgendwo liegen. Heilung brauchen wir gerade nicht. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Oh. Gibt es hier irgendwo Versteck? Ich hätte gerne Versteck. Ja, das passt. Kannst du mal bitte weghüpfen jetzt? Ich muss da unten hin.
Oder wir werfen mal einen Stein. Das wäre vielleicht auch noch nützlich. Dann könnten wir ihn einfach kurz töten. Hoffentlich. Oh. Oder wir töten ihn halt nicht. Oh, er ist noch nicht tot. Ich dachte, er ist tot. Upsi. Hat uns der andere gesehen? Wo ist der denn? Nee, der hat uns nicht gesehen. Das ist doch schon mal sehr gut. Jetzt sieht er aber den Toten. Natürlich sieht er den Toten. Aber er ist ja fast One-Hit. Wenn wir ihn... Wenn wir ihn hier kurz aus dem Hinterhalt treffen. Kommst du hierher? Ja, ja, bitte, bitte. Das war der letzte. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir hier natürlich alles mit. Was nur geht. Was ist das hier? Stein. Ach so, ja, unseren Stein können wir auch mitnehmen. Gut, alle Steine brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja noch ein paar. So, das ist auf jeden Fall das Teil, was wir brauchen. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Habe ich gesehen. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Wertvolle Daten extrahiert. Toll. Entschuldige, Füchschen. Es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, ich habe noch nicht alle Erweiterungen. So. Das wollten wir kaputt machen. Und das auch. Und dann wollen wir hier rum und wollen das herstellen. Waffen-Upgrades können wir auch machen. Welche denn? Die da hinten. Nehmen wir die? Was ist das? Schläger, Jägerbogen. Habe ich den schon? Ich weiß es gar nicht. Nutze ich den? Nee, nutze ich nicht. Würde ja sonst angezeigt werden. Okay. Outfit-Upgrades. Das, was wir anhaben, können wir nicht upgraden. Das ist schon vollständig. Dann reicht das auch erstmal. Fallenherstellung. Ja gut, das ist okay, aber das können wir auch noch. Beutel-Upgrades können wir keins herstellen, ne? Nabelschweinknochen fehlt mir hier. Kaninchen. Oh, was für Viecher. Wir hatten Kaninchen, müssen wir auf jeden Fall töten. Eichhörnchen auch. Krötenechsen und Gänse. Eichhörnchen. Und noch mehr Eichhörnchen. Fuchs, ja, Fuchs leider auch. Geier natürlich auch. Und Hähe, das ist der Vogel, der mal wegfliegt. Spezialausrüstung, dann machen wir doch mal, ja, den Anzünder. Herstellen abgeschlossen. Spezialausrüstung erhalten. Da, ja, dann. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Wie benutze ich das denn jetzt? Einfach so. Geh lieber einen Schritt zurück. Okay, wir gehen lieber ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich bin drin. Dann... Geh ruhig weiter. Mit diesem Anzünder kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Was? Wir haben gerade noch einen Feuerglimmer gesehen? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Da ist viel Wasser drin. Das läuft wohl von den Gipfeln runter. Das leckt hier schon einige Zeit. Warum reden wir noch mit ihm? Ich dachte, er ist der Böse. Also so ganz böse kann er ja nicht sein. Wenn wir irgendwie doch... Achso, gedrückt halten. Wenn wir irgendwie doch weiter mit ihm reden. Also, er hilft uns ja. So ganz schlimm. Ja, ist es dann offensichtlich doch nicht. Also, fast so, wie ich vermutet hatte. Dass er vielleicht nur blöde Sachen machen musste, um am Ende
ja, was Gutes hinzukriegen oder so, hoffentlich. Zutrittsliste, Textdatenpunkt. Daten beschädigt. 1. Februar 65, 7 Uhr 1, Travis Tate. 5. Februar. Hernan de Leon, Kelly Hayden, James Jeong, Haruki Sato. Das sagt mir alles nichts. Also ich glaube, so ein bisschen bekannt vorkommen mir die Namen schon. Travis Tate, Elizabeth Sobeck, das waren wir. Also unser früheres Ich. Am 15. Juni. Hank Shaw, Sicherheitsteam Bravo. Okay, ich weiß leider nicht mehr so ganz genau die Zusammenhänge hier. So, aber hier drüben konnten wir da auch durch. Dann würde ich gerne noch mal ganz kurz darum laufen. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit jener Kennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier war nichts. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Gibt's hier noch irgendwo was anderes? Im Wasser ist bestimmt noch eine ganze Menge. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich kann ja mal so ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Was ist das da? Das sieht so relevant aus. Greifpunkt, das ist bestimmt wieder oben drüber. Eine Leiter ist da drüben. Hier sind so Greifpunkte. Da ist auch noch eine Leiter. Was ist das da? Feuerglimmer. Na, da kommen wir doch bestimmt noch hin. Und das? Alter Tresor für Wertgegenstände. Was war das da? Lüftungsbedienfeld, Metallleiter, alte Kiste. Was ist das? Achso, das können wir dann rausziehen mit dem Greifer, ja. Naja, hüpfen wir doch erstmal hier rüber, oder? Ja, geh mal da bitte hin. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Ja, ja, ich bin dabei. So. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Da, ne? Oder wo? Zugwerfer? Habe ich schon wieder was verpasst, ne? Wie ging denn das? L2 gedrückt halten, tippe Dreieck an. Ach so, L2. Ja, doch da. Und dann... Was ist das? Ich soll darauf schießen, oder was? Beleidigende Struktur, die menschliches Gewicht tragen kann. Kann aus der Entfernung per Wurf erreicht werden. Ach so, ja, dann müssen wir ja einfach nur hinspringen, ne? Können wir jetzt hier hoch oder wo können wir jetzt hin? Da, rechts. Ah ja, ich sehe es. Wie ging nochmal abspringen? Genau, das habe ich gesucht. Alte Vorratskiste, nimm alles mit. Können wir da irgendwie hin? Können wir hier irgendwo anders noch lang? Nicht, dass ich was verpasse. Ich habe das Gefühl, ich werde ganz viel verpassen. Oh. Upsi. Können wir einfach hier hochspringen und darüber? Kommen wir jetzt nicht mehr, ne? Okay, dann tauchen wir mal. Wir gehen nochmal tauchen, so gegen tauchen. Oh, ich sehe hier halt ungefähr gar nichts. Oder ich erkenne nichts, sagen wir es mal so. Irgendwo waren Leitern. Das war irgendwo da drüben, ne? Ja, da glaube ich. Kommen wir denn da so ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, aber wie kriegen wir sie denn runter? Ich komme ja nicht da hoch. Okay, kommen wir denn irgendwie am Eingang zurück? Ja, da sehe ich schon, habe ich schon die Leiter gesehen da drüben. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Ich stelle mich bestimmt super blöd an. Und ihr denkt euch alle so, wow, da und da, ich habe doch schon alles gesehen. Das hätte man doch schon längst finden können.
Okay, man kann bestimmt noch da drüben oben hoch. Ich würde das gerne einmal ausprobieren. Hier gibt es auch noch eine Leiter. Hätten wir hier auch wieder herkommen können, wa? Oh! Apropos, diese Leiter können wir doch benutzen. Um da wieder herzukommen. Ja. Wollte ich nur mal testen, ob das funktioniert. So. So, und dann noch da, bitte. Können wir da, kommen wir nicht da hoch? Wir müssen doch irgendwie da hochkommen können. Um Greifpunkte zu sehen. Was stand da? Tippe was? Tippe Kreis an. Ja, das klappt doch nicht. Da kommen wir ja gar nicht mehr hin. Oh nee, das wollten wir nicht. Auftauchen. Wie ging nochmal auftauchen? Schon wieder vergessen. Okay, hier kommen wir also nicht hoch. Ist ja klar. Aber wie kommen wir denn dann... Da! Kommen wir dann irgendwie hin? Vielleicht von da? Ja, okay. Okay. Falsche Taste. Falsche Taste. Auftauchen. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Dann scheint man da tatsächlich erst später hinzukommen. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Oh. Really? Oh Mann. So, geh da hoch jetzt. Geh da hin. Ach, jetzt geht's ganz von alleine. Natürlich. Darüber. Kannst du da nicht drauf? So, so ging das. Oh, falsch. Da. So. Ja, wir können da oben hoch. Wir können aber auch irgendwie seitlich rum. Ich weiß nicht genau. Okay, das klappt. Keine Ahnung, wo wir dann hin müssen. Hier rum irgendwie. Kommen wir da hin? Ja. Hat gereicht auf jeden Fall. Die lassen wir erstmal runter hoch. Das ist doch schon mal nützlich. Schätze ich. War hier nicht irgendwo noch was? Ey, wir sind da dran gekommen. Ich habe das genau gesehen. Okay, dann nehmen wir diese Leiter nochmal da hoch. Hallo. Können wir bitte da hoch? Nein, können wir nicht. Und wir sehen uns auch nicht, damit es nicht klappt. Nimm doch die doofe Leiter. So. So, jetzt geht's aber. Das ist doch schön. Okay, wir müssen einmal hier ein bisschen runter, glaube ich. Dann können wir da links lang. Können wir links? Können wir links? Können wir noch weiter links und jetzt hoch? Nee, erst links. Dann nochmal links. Geht das nicht? Dann müssen wir rechts rum. Okay, wir gehen einmal ganz rechts rum, weil es so spaßig ist. Darum, darum. Hier muss es doch, hier ging es doch irgendwo weiter nach oben. Genau, da noch. Da noch. Kommen wir da jetzt hin? Ja. Okay. Da wollte ich auch ursprünglich hin, glaube ich sogar. Ist jetzt nur die Frage, wie wir zu dem ganzen Rest kommen, ne? Da sind wir hergekommen. Wie kommen wir denn da überall hin? Ich muss mich da mal gerade umschauen. Da ist noch irgendwas gewesen. Sah jedenfalls so aus. Kommen wir da irgendwo hin? Oder sieht das nur so aus? Okay, das ist die Leiter. An die wir aber so nicht drankommen. Kommen wir da irgendwie hoch?
Es scheint hier auf jeden Fall noch super viele Wege zu geben, die wir dann erkunden können. Aber wie kommen wir denn dahin? Da hinten leuchtet ja auch irgendwas super gelb. Greifpunkt, aber das ist, glaube ich, draußen. Ich würde ja gerne versuchen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Scheinbar nicht. Oh, wieso drücke ich denn immer den falschen Knopf? Hier unten im Wasser ist überall nichts, oder? Da ist noch irgendwas. Nicht identifiziertes Signal. Wo war denn das? Nicht identifizierte Signal. Da. Wie tauchen wir denn nochmal auf? Ich habe die Taste vergessen. Schwimmen wir manuell hoch. Das ist nicht hier drin, oder? Nee, das ist nicht hier drin. Okay, dann schwimmen wir einfach... Oh, nicht wieder weiter nach unten. Wir schwimmen einfach raus. Ich bin so behindert mit diesem Schwimmen. Halte X gedrückt, da stand es ja gerade. Für blöde einmal mit dran. So, klettern Sie bitte hier einmal die Leiter hoch, dass man hier aber auch immer so kacke sieht. Ja, gerne. Ich schwimme fünfmal dran vorbei. So. Okay, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir da gut rüberkommen. Wir müssen ja noch da drüben oben hin, aber wir können da ja auch nicht weiter hoch. Können wir da irgendwie hochklettern? Was ist das noch? Alte Vorratskiste. Kommen wir da irgendwie durch die Tür oder so? Und ich habe das nur nicht gecheckt. Da müssten wir dann ja auch irgendwie hinkommen. Eigentlich würde ich meinen, dass wir da hinkommen könnten. Da oben ist ja eine Luke offen, ne? Hätte ich ja mal drauf kommen können. Okay, versuchen wir das nochmal. Okay, da kamen wir ja hoch. Gehen wir diesmal links rum. Vielleicht geht das auch. So. Ja, okay, wir hätten auch schwimmen können, ne? Ja, okay, dann schwimmen wir jetzt, weil wir zu blöd sind zum Springen. Oh Mann. Finde einen Weg zur Luke. Das dauert ja nur noch 400 Jahre, bis wir da sind. Okay, das... Die Tür ist zu. Uch. Aber daneben ist irgendein Gerät. Energiezelle. Da rein. Machen wir. Da oben war doch aber noch eine Kiste, oder? Ja, wie kommen wir denn da nur hoch? Kommen wir da noch hoch? Vielleicht nach der Tür? Hoffentlich nach der Tür? Nee, da kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir dann da gleich nicht mehr rankommen. Aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht mehr hoch, oder? Da kommt man halt irgendwie dran, aber ich weiß nicht wie. Hätte man vielleicht gleich von ursprünglich, als man da oben noch war und nicht gleich runterfallen, da hätte man vielleicht noch da dran kommen können. Ja, muss ich sonst zur Not nochmal rumlaufen, dann ist das so. Kann ich jetzt nicht ändern. Da haben wir noch eine Kiste. Es gibt hier auf jeden Fall super viel zu erkunden. Irgendwo ist hier immer wieder dieser Greifpunkt, der mich triggert. Was ist bei mir? Mal gucken, was über dir ist.
Ja. Mit Munition kann ich nicht schießen. Aber wir können ziehen, richtig? Zieh. Können wir nicht ziehen? Oder müssen wir schieben? Okay, wir müssen schieben. Es geht nur schieben. Ziehen ging nicht. War hier sonst noch irgendwas? Wir verpassen doch alles. Ich ahne das doch schon. Naja, dann ist das so. Ist das die Kiste von der anderen Seite? Nee, ne? Die ist da drüben, wie es aussieht. Da, wo wir nicht hinkommen von hier. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, okay. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Eine ganze Menge scheint hier noch zu sein. Ja, keine Ahnung, was wir hier alles machen müssen. Oh, Strom auf oder nicht? Abgeschaltet. Ja, dann können wir ja nur mit der Kiste hier irgendwas machen, ne? Da ist wieder so ein Kristall. Da kommen wir bestimmt nur hier hoch. Kiste, ne? Ja, dann holen wir doch mal die Kiste. Kiste. Nimm die Kiste. Nimm sie mit. Ungefähr hier. Passt das? Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir behindert und kommen nicht mehr raus. Oh, da ist ja noch was. Das muss ich noch ganz kurz mitnehmen. Ach so. Das kann ich noch gar nicht aufmachen, weil wegen Strom. Verstehe. Dann da hoch. Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Oh, das frage ich mich aber nicht. Wie unerwartet. Greifpunkt. Da oben sind irgendwie coolen Daten, an die wir nicht drankommen. Ich sollte die Tür öffnen, sobald ich es mit Energie versorge. Ja. Und lass mich raten, dafür hilft uns das hier? Ja, das klappt. Scheinbar. Macht wohl die Wand kaputt, würde ich schätzen. Ey. Jetzt sind wir wo? Da, wo ich meine Kiste holen kann? Ja, ich glaube, da komme ich wohl nicht mehr dran. Naja, gut, dann nehmen wir einfach mal die Energiezelle hier mit. Gab es hier drüben nicht auch was, wo die hin konnte? Ja, da geht die doch auch rein. Vielleicht versuchen wir das mal zuerst. Ich will ja nicht gleich das machen, was wir sollen. Können wir ja nichts mitmachen? Ist einfach nur ein sinnloser Computer, wie blöd. Aber ich würde gern alle testen vorher. Sieht schwer aus. So. Dann müssen wir wohl damit runter, hm? Da muss die rein, aber hier will ich zuerst. In der Hoffnung, dass wir hier die Kiste aufmachen können. Das wäre doch vielleicht auch schon mal was. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier dran. Das ist doch schön. Yay. Also wenigstens dafür hat sich das gelohnt. Das ist doch schon mal schön. Oh ne, da drauf wollte ich nicht. Okay, jetzt kommt sie da rein, wo sie soll. Pack da rein. Gut, dass sie noch funktioniert. Nach 5000 Jahren. Elizabeth und Travis Tate. Wo ist sie? Ach, da. Oh, Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Fasinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir? Was von mir?
um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Ich habe das... abgeschlossen. Datei, wertloses Versprechen, bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Er scheint nicht so nett zu sein. Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Wow, ja. Ja. Okay, die Tür ist auf. Wir schauen hier gerade nochmal durch. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Zweite Leiter. Sehr schön. Ich würde sagen, wir suchen in der nächsten Folge weiter. Ich bin irgendwie super Slow Motion. Ich werde vielleicht zwischen den Folgen mal kurz versuchen, da drüben nochmal rein, um diese andere Kiste zu holen. Aber ja, dann schauen wir mal, ob ich den nächsten Weg besser finde. Also danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.